herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MX Bikes mit mir, ICDMZ. Heute ist Race Day. Es ist Mittwoch, der 17.04.2024. Wir sind auf Washington gerade live mit 1 Million anderen Spielern und dem Livestream. Und welches Washington ist das? Pyroleander, das ist das vollste, also ganz oben. Das ist das mit den 30 Spielern oder 29 oder sowas. Das ist das, auf dem wir jetzt gerade spielen. Ich wusste selber nicht, dass das Rennen direkt losgeht. Mir wurde das einfach nur gesagt, dass das jetzt gerade hier gefahren wird. Weil der Stream einmal gerade kurz weg. Hier stand gerade wieder Verbindung. Wir sind noch da, oder? Ihr seht den Stream noch. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Los geht's. Du bist nicht drin. Stark. Geil, Reap. Danke nochmal, dass du den Server vorschlägst. Und dann bist du nicht drin. Für 10 Minuten brauchst du 3,5 Liter Max. Echt? Bist du sicher? Auch auf Washington? Weil die ist ja echt lang. Gut, das macht jetzt bei 10 Minuten echt nicht den Unterschied. Da hast du vollkommen recht. Blackjack Johnson schreibt Tschüss. Ciao, mal schreibt er. Ich sag Tschüss. So meine ich das. Oh, okay. Habe ich gerade ein bisschen anders eingeschätzt, die Kurve? Aber egal, wir können voll durchziehen wieder. Ich habe es nicht geschafft. Mach aber noch einen Trick für die Fans und werd gottlos beschissen gespawnt. Was ist das denn? Ich werde hier vom Buggy im Schneckentempo überholt. Ja, ich habe die Bremse nicht doll genug gekriegt. Da habe ich auf jeden Fall mich nicht gut angestellt gerade. Was kommt denn da von hinten angefahren? Das klingt wie so eine ganz schäbige Kettensäge irgendwie. Wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Ja, okay, vielleicht habe ich ihm da auch ein bisschen die Kurve genommen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe gerade ein bisschen Washington vergessen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Oh, Jungs. Oh. Fällt eine 450er oder was ist das? Was sagst du? Nee, nur Opfer auf dem letzten Server. Welchen meinst du jetzt? Meinst du jetzt den Winchester-Server oder meinst du den? Nee, habe ich eben gerade deutlich besser gemacht. Auch das, hä? Aber das verstehe ich nicht. Ich habe dann irgendwie plötzlich das Gefühl, ich habe gar keinen Grip mehr. Der Winchester-Server, okay. Und hier fährst du gerade nicht mit, oder was? Hier auf Washington. Was zum Beispiel ist das? Hä? Er treibt mich dann aber auch aus der Kurve raus. Oh, ich habe das Gefühl, manchmal ich wirk wie ein Vollidiot. Wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann nicht mal vernünftig nach geradeaus gucken. Nein, ich hab's nicht rübergekriegt. Oh Jungs, das Rennen ist nix. Das ist nix hier. Da rette ich auch nichts mehr. Also ganz ehrlich, schaltet einfach ab. Geht. Ist gut. Ich kann's verstehen. Da zum Beispiel, was?
Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Mann. Hallo? Jo, ich habe gerade alle meine Positionen verloren. Alle. Ja, perfekt, Mann. So viel zu Washington, Mann. Gut, dass wir das Rennen gestartet haben. So. Jetzt mal gucken, dass wir hier unseren jämmerlichen Platz irgendwie nochmal wieder retten. Voll dumm eigentlich meine Logik, oben an der Kante zu bremsen, um dann runterzufahren den Berg, um dann nochmal Gas zu geben. Dann kann ich oben ja das Bremsen ja auch sparen. Komm, wenigstens den da noch einsacken. Sag mal, was ist denn? Du fährst viel zu nervös. Ja, das ist aber auch wirklich so. Ich geb dir da recht. Also zum Beispiel auch das jetzt resultiert ja daraus, weil ich dem dann hinterherfahren will. Das habe ich aber auch schon mal in einer der anfänglichen Folgen gesagt, dass ich ein großes Problem damit habe, wenn man dann plötzlich halt eine Position verteidigt oder jetzt die Möglichkeit hat, eine zu ziehen. Würde es jetzt darum gehen, dass ich einfach nur meine Position halte, ohne dass ich jetzt groß verteidigen muss, aber auch keine Gelegenheit zum Angreifen habe, dann wäre das alles wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenproblem. Aber jetzt denke ich mir halt, okay, jetzt gibt's was zu holen. Und dann wird man halt natürlich auch ein bisschen nervöser. Oder ich zumindestens. Ich kann da ja jetzt schwierig für die Allgemeinheit reden. Das ist aber auch was, was ich echt noch versuche zu verbessern. Manchmal wird man aber auch einfach mal ge-MX-biked halt. Warum gucke ich überhaupt zu deiner Nachricht rüber, wenn ich hier bei drei Leuten war? Hast du ja gesehen, wie ruhig hinten der gefahren bin, vorbei. Wobei, Bike lag ruhig, nicht so hastig. Okay, ich versuch's mal. Also du sagst einfach, ein bisschen entspannter die Sache hier angehen. Ich versuch's einfach mal gucken, was das bringt. Okay, bis jetzt ist dein Tipp schon mal Gold wert. Ich konzentriere mich jetzt mal kurz einfach gar nicht darauf, dass hier irgendwie andere Leute sind, sondern einfach nur, dass ich hier eine gute Runde fahren will. Spielst du danach noch eine Runde Washington? Ich versuche heute eher, so viele Strecken wie möglich mal mitzunehmen, dass wir mal ein bisschen Unterschiede haben. Ich weiß nicht, was hier als nächstes gespielt wird. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, was hier als nächstes gespielt wird. Spielen die nur Washington? Wie heißt denn der Server? Nee, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, da habe ich das Bike nämlich nicht rüberbekommen. Also Ivan, sei mal ehrlich, das läuft doch jetzt schon mal deutlich besser, oder?
weil bin drin gerade. Ja, ich weiß nicht, was sagen denn die anderen? Die können ja auch mal kurz online gucken. Was wird denn gerade noch so groß gefahren? So, ich versuche mich jetzt mal gar nicht davon beirren zu lassen, dass da noch einer vor uns fährt. Da hätte ich, glaube ich, jetzt viel mehr Druck sonst an mich selber auch gestellt. So, jetzt hier einen ganz entspannten machen. Gar nicht viel stressen lassen, einfach upsala, einfach das Ding hier ganz entspannt zu Ende fahren. Der wird seinen Fehler machen, oder halt ich, ist natürlich möglich, ne? Oh. Ja, da mache ich meinen Fehler. Aber völlig okay. Völlig okay. Erster Gang war jetzt aber auch ein bisschen dramatisch. Das war jetzt gerade ein bisschen kacke. Wir hätten da beide fahren können. Aber er hat nochmal schön Richtung Ende nach rechts ausgeholt. Gut, okay, kann man ihn jetzt vielleicht nicht ganz verübeln, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Wir hätten da auf jeden Fall beide fahren können. Aber jetzt sind es ja auch noch zwei Laps. Aber das hat sich auf jeden Fall schon mal deutlich besser angefühlt, weil man einfach so diese innere Ruhe hat. Obwohl das jetzt natürlich nur ein Videospiel ist. Aber trotzdem will man ja auch gewinnen, ne? Das kennt man ja auch. Ob es jetzt ein Call of Duty oder sonst was ist. Oh, sehr schlecht hier von mir gelandet. Aber trotzdem ist es dann doch sehr beruhigend, wenn man einfach erstmal nur so an sich selber denkt. Jetzt habe ich ein massiges Problem. Ja. Da habe ich aber jetzt auch nicht nachgedacht. Da hätte ich jetzt nämlich anbremsen müssen. Weil das Problem ist, man kommt die Kurve runter, mit dem Gewicht nach vorne dann natürlich verlagert, weil ja, wenn man ja halt den Berg herabfährt, ist ja logisch, das Gewicht rutscht ja nach vorne. Und dann schlagartig in die Bremse gehen zu müssen, das ist tödlich. Aber, mein Gott. Du brauchst keinen Sieg mehr, du hattest deinen heute schon. Ja, sehr gut. Aber, sei ehrlich, ein zweiter würde doch noch gehen, oder? Warum? Hä? Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt nicht weniger Gas als sonst gegeben habe. Ich bin übrigens im Moment sehr stark am Überlegen, auf eine Zweitakter zu wechseln. Meinung gerne, zerreißt mich in der Luft. Penalty für Cutten? Ach, es ist halt wirklich manchmal echt lächerlich, ne? Okay. Okay. Gut, das war jetzt aber auch mein Fehler. Da habe ich mich nicht so gut angestellt. Da wollte ich jetzt aber auch gar nicht hektisch fahren, falls ich das bin. Da fahre ich eigentlich echt lieber rechts rum, muss ich ehrlich sagen. Da fahren wir jetzt die Last Lap. Okay, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich gerade versuche, ein bisschen reinzukommen. Oh nein. Nur für einen Trick, fast alles ruiniert. Weil ich gerade versuche, ein bisschen mehr wieder reinzukommen.
in diesen ruhigen Modus. Wir sind jetzt hier nämlich kurz vor Ende. Nee. Ich habe versucht, es noch zu retten. Ich glaube, ich wäre in den Zaun reingeflogen. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, Platz 6 oder 7 ist es jetzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie schlimm meine Time-Penalty ist, ob irgendjemand das noch geschafft hat, das wieder rauszufahren. Aber ich würde sagen, für den Anfang... Jetzt gerade mit den Tipps, die ich bekommen habe, war das auch schon mal, glaube ich, ganz gut, oder? Was fahren wir jetzt hier? 7? 5? Hä? Jungs, ist doch mega. Fünfter Platz, wenn man überlegt, wie katastrophal das teilweise lief. Da kannst du doch jetzt echt nichts sagen, oder? Also das fand ich jetzt aber okay. Ups. Und whoop. Ja, das war's dann wieder mit der YouTube-Folge. Denkt dran, jetzt nicht alle wegschalten, die im Livestream sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Race Day wieder. Bis dann. Tschüss.